Das Gute am Osmo Pocket, der ist hier drin, ist seine minimale Größe. Das Schlechte, es gibt jede Menge Zubehör, was die Sache ein bisschen obsolet macht, weil man eben doch ganz schön viel schleppen muss. Heute zeige ich dir mein absolutes minimales Travel-Setup, mit dem man eigentlich über die Runden kommen sollte. Packen wir es mal aus. So. Also, man sieht, ich habe ganz schön viel Batterie-Power drin. Aber erstmal hier der Osmo Pocket. Nicht in der Standardhülle, sondern einfach nur mit so einem Gimbal Protect, heißt das Ding, glaube ich, ist von Polar Pro. Seit ich das habe, nutze ich das nur noch, ist super und mache das Ding eben noch kleiner als sonst. WLAN-Modul brauche ich immer mal wieder, sollte drin sein. Mikrofon, das ist das Saramonic XM1, ist schön klein und nimmt eben nicht viel Platz weg. Dazu habe ich, mit hier Filter kommen wir gleich dazu, dazu habe ich da oben, nein, nicht da. Wo habe ich ihn? Na? Hier habe ich ihn. Ist hier runtergerutscht. Den Mikrofonadapter. Blöd, aber den braucht man halt auch. Jetzt hast du schon gesehen, was ich alles rausgeholt habe. Einmal ein Ladegerät, USB-Ladegerät, das passende Kabel. USB auf USB-C, damit ich den laden kann. Und noch eine Powerbank und gleichzeitig einen WLAN-Repeater. Das ist der RAV Power RPWD03. 6700 mAh, damit kommt man eine Weile rum. Und wie gesagt, man kann das Ding auch als WLAN-Repeater nehmen. Das ist gerade in Hotels ganz gut, deshalb habe ich das genommen. Es gibt auch kleinere Powerbanks natürlich, die man da reinpacken kann. Dann spart man noch ein bisschen Platz. Kabel hast du gesehen? Gut. Hier, Filter. Das ist eigentlich die Hülle von der Weitwinkellinse des Osmo Pockets. Da waren zwei so Dinger drin, also sah so aus, aber ich brauche ja noch ein paar mehr Filter, deshalb habe ich meine anderen Filter genommen, das ist die Freewell Box hier und die sah so aus und da habe ich einfach ein bisschen rumgeschnippelt, so dass ich in diese Hülle mehr Filter reinkriege. Hier musste ich noch das Teil von der Weitwinkellinse nehmen, weil es sonst nicht zugehen würde, weil die so weit nach oben rausguckt. Doppelseitiges Klebeband drauf und gut. An Filter dabei habe ich die ganze Reihe an Nicht-Pol-Filter-Dinger. Das ist der ND4, dann ND8 und ND16 halt. Und dann habe ich noch mit Pol-Filter die Nummer drüber. Was würde es dann sein? 32 und 64, die muss ich jetzt nicht alle rausholen. So bin ich versorgt. Ein Nachteil hat dieses Ding, es kann nicht per USB-C geladen werden, sondern über Micro-USB. Deshalb brauche ich hier noch ein kleines Kabel. Und hier hinten habe ich dann noch ein Putztuch dabei. Das war bei den Freewell-Filtern dabei oder bei irgendwelchen Freewell-Filtern. Putztuch kann man immer brauchen, deshalb auch dabei. Was heißt, kann man immer brauchen? Sollte man immer brauchen, wenn man die Filter eben putzen sollte, bevor man sie draufsteckt. Aber packt man die ganze Sache nochmal zusammen. Putztuch ist schon drin. Das kleine Kabel steckt man da hinten rein. Wie gesagt, gibt auch andere Powerbänke. Powerbänke, können wir nur einfach sagen, kann man auf Deutsch sagen. Dann packen wir den Mikrofonadapter hier rein. Ladegerät, Kabel, schiebt man da oben rein. Können wir natürlich auch hinten reinmachen, aber gut. Mir ging es jetzt darum, wirklich klein zu sein. Filter stecken wir hier rein. Osmo Pocket. Powerbank, das ist ein bisschen doof mit dem WLAN-Modul, da muss man tatsächlich ein bisschen quetschen und dann mal gucken, wie rum war das mit dem Mikrofon. Na, also, ja, minimal. So, und das ist tatsächlich zu und alles drin, was will man mehr. Die Packung ist übrigens auch von Polar Pro, da war ursprünglich mal so ein bisschen Schaumstoff drin, aber du siehst, da ist viel zu viel Platz vergeudet, so dass ich das einfach rausgerupft habe und das alles so reingepackt habe. Alles drin, was man eigentlich braucht, aber man kann natürlich sagen, okay, man braucht auch noch den Extension Rod und vielleicht noch ein Stativ. Je nachdem, was man macht, braucht man das eben oder braucht man das eben nicht. Als Stativ habe ich hier einen kleinen Gorilla-Pod von Joby und obendrauf habe ich so einen Adapter für das WLAN-Modul. Denn eigentlich, wenn ich das Osmo Pocket, das Osmo Pocket, auf das Stativ stecke, dann habe ich das WLAN-Modul unten dran. So, WLAN-Modul, stecke mal ran.
Und dann kann ich den einfach, halt so rum kommt, so draufstecken und habe gleich ein Stativ dran. Extension Rod, tja, da lässt sich eben, der passt hier halt nicht rein, da kann man machen, was man will. Da wäre es schön, wenn man einfach sagen könnte, wird kleiner, aber das klappt natürlich nicht. Das war es dann aber auch schon, mein minimales Osmo Pocket Travel Setup. Was meinst du, braucht man noch irgendwas? Fehlt hier irgendwas? Oder hast du Tipps, wie ich noch die Sache ein bisschen kleiner machen könnte und trotzdem so universell bleibt? Lass mich mal unten drunter in den Kommentaren wissen. Bin ich gespannt und bin ich immer daran interessiert, natürlich. Und wenn du wissen willst, wie sich das alles im Praxiseinsatz macht, dann abonniere meinen Kanal. Ich gehe nämlich jetzt für ein paar Tage wandern und habe genau dieses Setup dabei. Ob ich Stativ mitnehme, weiß ich noch nicht. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann sehen wir ja, was dabei rauskommt. Über den Osmo Pocket habe ich schon viele Videos gemacht. Ich verlinke dir einfach die ganze Playliste hier. Und hier gibt es mein letztes Video. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.